Anfangs gab es nur vereinzelt Flugzeuge am Himmel. Es wurden aber schnell mehr und somit wurde es unübersichtlicher. Um Flugzeuge besser zu sehen, hilft oft eine großflächige Farbgebung am Rumpf und Positionsleuchten. Gerade im dichten Flugraum, wie zum Beispiel an Flughäfen oder Thermik, wird aber eng geflogen. Kommen dann noch Faktoren wie schlechtes Wetter, Müdigkeit des Piloten oder einfach Unübersichtlichkeit dazu, werden diese Ballungsräume zu sehr gefährlichen Stellen. Der Pilot braucht also immer mehr Hilfe. Hierfür kamen Fluglotsen dazu. Um den Lotsen die Arbeit zu erleichtern und Fehler zu vermindern, wurden Systeme entwickelt, die alleine arbeiten und wenn nötig einen Ausweichkurs vorgeben. Um noch mehr Sicherheit zu bekommen, wurden schließlich Antikollisionssysteme entwickelt, die aber anfangs kaum verbreitet waren. Nach dem Zusammenstoß 1956 zweier Flugzeuge über dem Grand Canyon, bei dem 128 Menschen starben, wurden die Antikollisionssysteme für Airliner in den USA Pflicht. Keine Verkehrsmaschine durfte die USA ohne solch ein System anfliegen. Daher wurde es ein paar Jahre später auch in der EU Pflicht. Doch welche Antikollisionssysteme gibt es und wie funktionieren sie? Beginnen wir bei den TCAS. TCAS steht für Traffic Alert and Collision Avoidance System. Es ist eine Implementierung des Kollisionswarnsystems Airborne Collision Avoidance System, kurz ACAS. Es wird der ganze Luftraum um das Flugzeug herum überwacht. Dabei ist es unabhängig von Bodenstationen oder anderen Systemen. Der Empfang funktioniert aber nur über einen Transponder. Ein Transponder, oft auch mit ATC genannt, ist ein Gerät für die Kommunikation. Es nimmt Signale auf, beantwortet die Anfragen oder leitet sie automatisch weiter oder zurück. Dafür gibt es verschiedene Stufen, also Modes, die die jeweiligen Betriebsarten darstellt: A, C und S. Mode A sendet nur den Transponder-Code. Dieser besteht aus einer vierstelligen Oktalzahl. Mode C sendet den Transponder-Code und die Flugfläche, das heißt die Flughöhe über Normaldruck. Mode S übermittelt den Transponder-Code, Flughöhe und die Kennung des Flugzeuges. Diese 24-Bit-Kennung ist eindeutig zuordnenbar. Dieser Mode ist der meistverbreiteste. Es ist seit 2008 im Luftraum Charlie, also in einer Höhe über 10.000 Fuß, also 3.000 Meter, im Luftraum Delta, also außerhalb der Kontrollzonen und in verkehrsreichen Gebieten Pflicht. Außerdem für alle Flugzeuge über 5.000 Fuß über dem Meeresspiegel oder 3.500 Fuß über Grund. Die Daten der Transponder können von der Flugsicherung und von jedem TCAS abgefragt werden. Die Antworten teilen sich dabei in vier Gruppen. 1 gibt nur Verkehrshinweise zurück. Das heißt, es übermittelt die Entfernung, eine grobe Richtung und die Höhendifferenz. TCAS 2 berechnet zusätzlich vertikale Ausweichempfehlungen. Das heißt, soll das Flugzeug steigen oder sinken und mit welcher Geschwindigkeit soll dies getan werden. TCAS 3 soll auch laterale, also seitliche Ausweichempfehlungen liefern. Es ist allerdings noch in der Entwicklung, wobei es wohl nie zum Einsatz kommen wird, da es wegen der vorhandenen Technik wohl nicht umgesetzt werden kann. Daher wird wahrscheinlich sofort auf TCAS 4 zugegriffen. Es soll auch laterale Ausweichempfehlungen geben, befindet sich aber wie TCAS 3 noch in der Entwicklung. Allerdings werden die Informationen hier von neu entwickelten Transpondern ausgewertet und es hat somit die Voraussetzung, auch seitliche Kursänderungen zu berechnen. Zusätzlich wird daran geforscht, diese Ausweichempfehlungen auf den Radarschirmen der Fluglotsen darzustellen. Es wäre zwar bereits möglich, aber viel zu teuer. Das TCAS soll hier automatisch Daten an den Bildschirm des Fluglotsen übermitteln, um widersprüchliche Ausweichempfehlungen zu vermeiden. Dass dieser Fehler tödlich enden kann, hat der Vorfall in Überlingen gezeigt. 2002 gab es bei Überlingen eine Flugzeugkollision mit 71 Opfern. Eine DHL-Maschine stieß mit einem Airliner zusammen. Doch warum konnte das trotz Antikollisionssystem passieren? Beide Flugzeuge befanden sich auf Flugfläche 360, also in etwa 11.000 Meter Höhe. Als der Mindestabstand unterschritten wurde, ging in beiden Maschinen der Alarm los. Das System schlug Ausweichkurse vor.
Das heißt, er sagte dem einen, er solle steigen und dem anderen, er solle sinken. Der Fluglotse erkannte die Gefahr kurz danach und teilte auch einen Ausweichkurs mit. Dieser widersprach allerdings dem berechneten Kurs des Tikas. Nach kurzer Überlegung entschieden sich die Piloten einer Maschine, auf den Fluglotsen zu hören, das andere Flugzeug aber folgte der Anweisung des Tikas und somit blieben beide Maschinen weiterhin auf der gleichen Höhe. Die Piloten bemerkten den Fehler zwar noch, allerdings viel zu spät. Also gab es einen Zusammenstoß, den niemand überlebte. Ein Tikas gibt immer eine Warnung ab, wenn ein bestimmter Abstand nicht eingehalten wird. In Flugrichtung sind das 40 Sekunden, bis es einen Zusammenstoß geben würde. Hier ist die Annäherungsrate besonders wichtig, da der Alarm sonst zu spät für eine Reaktion oder umsonst kommen könnte. Nach oben gilt ein fester Abstand von 850 Fuß. Nach unten der gleiche. Bei 25 Sekunden bis zum Knall wird eine Ausweichempfehlung gegeben. Vertikal sind es 600 Fuß. Die Federal Aviation Administration, kurz FAA, hat eine Regelung erlassen, nach der alle Flugzeuge mit 10 bis 30 Sitzen mit Tikas 1 und alle mit mehr als 30 Sitzen mit Tikas 2 ausgerüstet sein müssen, sobald sie in die USA fliegen. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit, EASA, hat dann am 1. Januar 2005 für ganz Europa eine Regelung erfasst, nach der alle Flugzeuge mit mehr als 19 Sitzen oder mehr als 5.700 Kilogramm mit Tikas 2 Version 7.0 ausgerüstet sein müssen. Das System besteht vor allem aus dem Computer, der den zentralen Teil darstellt. Er überwacht den Luftraum und somit die zu nahe kommenden Flugzeuge. Ist dies der Fall, erzeugt er einen Alarm. Mithilfe der Daten des Radars, dem Druck, der Höhe und der Flugrichtung wird eine Ausweichempfehlung berechnet. Dazu werden auch gegebenenfalls die Daten des anderen Flugzeuges verwendet, falls es von diesem welche bekommen hat. Es werden alle Richtungen zum Ausweichen in Betracht gezogen und berechnet, ob es nach Durchführung der Richtungsänderung immer noch einen Zusammenstoß geben würde. Die Variante mit dem größten Abstand zwischen den Flugzeugen wird anschließend gewählt und ausgegeben. Da die meisten Tikas 2 nutzen, gibt es nur vertikale Änderungen. Das heißt, die Höhe beider Flugzeuge muss auf jeden Fall übertragen werden, da eine Berechnung sonst unmöglich wäre. Zudem wird dem Computer beim Einbau mitgeteilt, was das Flugzeug überhaupt kann. Es würde keinen Sinn machen, eine höhere Steigungsrate zu erwarten, als möglich ist. Ändert ein Flugzeug die Höhe bereits, wird nur berechnet, ob er dies schneller oder langsamer tun soll. Eine Änderung in die andere Richtung wird hier nicht vorgeschlagen. Auch eine Kreuzung der Flugwege wird vermieden. Das heißt, ist schon ein Flugzeug etwas tiefer, soll dieses auch sinken. Sollten die beiden aber trotz Ausweichempfehlungen auf gleicher Höhe bleiben, zum Beispiel weil der Pilot etwas anderes macht oder der Fluglotse etwas anderes sagt, wie in Überlingen, so wird immer wieder eine neue Ausweichmöglichkeit berechnet. Gefährlich bleibt trotzdem die Tatsache, dass nur Fluggeräte mit einem Transponder gesehen werden und andere somit unsichtbar bleiben. Dazu kommen Antennen, die für das Senden und Empfangen der Daten verantwortlich sind. Gesendet wird normalerweise auf der Frequenz 1030 MHz und empfangen auf 1090 MHz. Jetzt fehlt nur noch der Mode S Transponder. Er sendet ständig Anfragen nach Daten an andere Flugzeuge in der Umgebung. Je näher ein anderer kommt, desto öfter wird er gefragt. Die Geräte sprechen sich ab. Haben beide beispielsweise Tikas 2, so sprechen sich die Geräte so ab, dass einer steigt und einer sinkt. Hat ein Gerät die Richtung schon bestimmt, in die es ausweicht, berechnet das andere nicht mehr, sondern folgt der Anweisung des ersten und weicht in die entgegengesetzte Richtung aus. Sollten beide gleichzeitig ihre Anweisung senden, bestimmt das Gerät mit der höheren Priorität. Diese ist anhand der Transponder-ID festgelegt. Also hier stellt man um auf die Kodierung 127 genau. Oder auf 7000. Mhm. Dann mache ich On, Standby oder Alt. Alt, genau. Altitude sagt mir, er sagt mit Höhenkodierung, also Standby ist erstmal für den Boden.
Wenn ich dann in der Luft bin und er sagt mir, egal wo ich bin, Radarstrahl sagt mir die Richtung und die Länge vom Strahl sagt mir die Entfernung. Sieht der eigentlich automatisch, ob ich in der Luft bin oder am Boden? Nein, das sieht er nicht, Nein, oder? Er sieht nur ein Radarbild. Okay. Am Boden hat er alles ausgeblendet, weil da auch Häuser sind. Ja, also er geht nur ab einem gewissen Winkel nach oben, da sagt er, da ist was. On sagt mir jetzt, ich habe nur an, aber keinen, ich sage jetzt die Kennung, ich heiße jetzt Delta Echo. Und der sieht jetzt nicht nur einen Blip, sondern er sagt, ah, das ist die Delta Echo, das antwortet der Transponder sozusagen. Der antwortet, ich werde getroffen und heiße Delta Echo. Wenn ich jetzt Altitude dazu nehme, nimmt er auch das Delta Echo in der Höhe von. Und er rechnet jetzt nicht in, was wir jetzt momentan haben, 1500 Fuß über Meeresspiegel, sondern er rechnet auf Flight Level. Ja. Flight Level 013 ist, wenn ich hier auf 1013 Hektopascal gehe. Ich gehe jetzt aber hier nicht auf Flugfläche, Flight Level, sondern auf Luftdruck. So, und damit haben wir die Platzhöhe von Augsburg 1515 Füße. Und er sagt, ich bin okay. Er hat einen Selbsttest durchgeführt. Okay. So. Ich kann auch hier, wenn der Radarstrahl mich noch nicht identifiziert hat, der Radarcontroller sagt, pressen Sie ident. Ident heißt, ich bin hier. Dann kann ich hier noch sagen, ich bin auf dem Boden und ich schalte das Ding aus. So, aber ich mache jetzt Standby, weil wir brauchen weil wir gleich. Am Boden. So, wenn ich sage, ich möchte die nächste Codierung geben, 1122, das ist der nächste Code, den ich kriege, dann zeigt er mir den an, als wenn er jetzt zurückschickt. Ja. Aber wie gesagt, wir sind Standby, momentan sieht es keiner. Oder wir gegen die 1025. Ja? Dann hat man immer den jeweiligen Code. Oder ich sage, ich will VFA fliegen, 7000. Ein anderes System ist das ADS-B. ADS-B steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Man kann sich darunter eine Art Radar vorstellen. Es wurde 2006 entwickelt und ist damit ein relativ neues Warnsystem, das immer beliebter wird. Ab 2020 soll es in der EU sogar für Flugzeuge über 5,7 Tonnen Pflicht werden. Es arbeitet über Satellit, das heißt, es bestimmt die Position und die Höhe per GPS. Zusammen mit der Geschwindigkeit, Richtung, Flugzeugtyp und Zeitsignal werden sie kontinuierlich, also jede Sekunde, über Funk in alle Richtungen ausgestrahlt. Kommt ein anderer Flieger mit ADS-B in die Umgebung, kann er die Daten empfangen und mit seinen eigenen vergleichen. Alle Informationen werden auf dem Display für den Piloten dargestellt. Auch die Flugsicherung nimmt dieses System zur Hilfe und sogar in Airlinern ist es zusätzlich zu TCAS oft eingebaut. Es hat allerdings den Nachteil, dass andere Flugzeuge, die kein ADS-B haben, unsichtbar sind und vor der Kollision somit nicht gewarnt werden. Dafür aber ist es günstiger als ein konventionelles Radar und die Ortung ist genauer. Es kann als Bodenradar an Flughäfen eingesetzt werden. Wegen seiner hohen Reichweite von bis zu 370 Kilometern werden immer mehr Bodenradar-Beobachtungsstationen erstellt und es kann an Orten eingesetzt werden, wo es kein Radar gibt, wie zum Beispiel in Australien. Für Kleinflugzeuge gibt es das Portable Collision Avoidance System. FLAM ist ein Warnsystem und wurde in der Schweiz eigentlich für Segelflugzeuge entwickelt. Es ist seit 2004 auf dem Markt und hat sich schnell verbreitet. Segelflugzeuge haben das Problem, dass sie einen Akku für alle Geräte brauchen. Andere Kollisionssysteme brauchen viel zu viel Strom, sind deutlich teurer und nicht dafür ausgelegt, eng beieinander zu fliegen. Sie warnen, sobald ein anderer zu nahe kommt. Im Segelflug wird aber oft bewusst eng aneinander vorbeigeflogen, zum Beispiel beim Kreisen über Thermik. Andere Warnsysteme würden also dauernd Alarm schlagen und sind somit unbrauchbar. Dazu kommt, dass Segelflugzeuge meist weiß sind, dass sie sich nicht aufheizen und wegen dem hohen Stromverbrauch auch keine Lichter haben. Daher werden sie extrem schlecht gesehen. Es wird also ein eigenes Warnsystem benötigt. FLAM ist so groß wie eine Zigarettenschachtel und hat Antennen zum Senden und Empfangen. In Europa liegt die Datenübertragung auf den Frequenzen 868,2 und 868,4 MHz. Es sendet nicht nur die eigene Position, die es über GPS, also Satelliten, feststellt, sondern auch den voraussichtlichen künftigen Flugweg, der berechnet wird. Das FLAM des anderen Flugzeugs macht das Gleiche und rechnet so nicht nur den Abstand,
der beiden Maschinen aus, sondern ob sich die beiden auf Kollisionskurs befinden. Nur dann gibt es einen Alarm in Form eines Warntons oder eine Anzeige auf einer LED-Kompassrose. Die erste Warnung wird normalerweise 18 Sekunden vor dem Zusammenstoß ausgegeben, dass der Pilot noch Zeit zum Reagieren hat. Zusätzlich wird ein Kollisionslicht aktiviert. Dieses befindet sich an der Oberseite des Segelflugzeuges und blinkt nur in Alarmsituationen, um das Flugzeug besser sichtbar zu machen. Besteht kein Alarm, bleibt die Lampe aus Stromspargründen aus. Zusätzlich zu anderen Maschinen kann FLAM auch vor hohen Sendemasten oder Gebirge warnen. Hierfür ist eine Datenbank im Gerät integriert. Diese muss aber spätestens alle 12 Monate aktualisiert werden, um eine korrekte Anzeige zu gewährleisten. Seit 2005 kann FLAM den Flugweg im IGC-Format aufzeichnen. In diesem IGC-File werden Kontakte mit anderen Flugzeugen gespeichert. Somit können die Files ausgelesen werden, falls eine Maschine gesucht wird. Über die Transponder-ID wird der Vermisste gefunden und somit kann der ungefähre Flugweg berechnet werden. Je mehr Kontakte es vorher gab, desto genauer ist natürlich auch die Stelle, an der gesucht werden kann. Außerdem konnte ab jetzt auch die Höhe des anderen Flugzeuges, also ob er über oder unter einem ist, angezeigt werden. Seit 2008 gibt es zusätzlich auch noch einen Motorsensor für Motorsegler. Eine Ausweichempfehlung kann allerdings nicht gegeben werden. Diese kommt erst mit dem 2010 entwickelten PowerFLAM. Primär ist es für Motorflieger ausgelegt und kann zusätzlich zum FLAM auch als passives TCAS fungieren. Somit kann es auch vor Flugzeugen mit Mode S, Mode AC und ADS-B-fähigen Transpondern warnen. Da fast alle Motormaschinen Transponderpflicht haben, können also die meisten Flugzeuge gesehen werden. Um sicherzugehen, gibt es hier auch noch zusätzliche ADS-B-Empfänger, die zu nahe kommende Flugzeuge mit ADS-B zusätzlich im FLAM anzeigen können. Falls gewünscht, kann das nächste mit FLAM ausgestattete Flugzeug immer angezeigt werden. Die Reichweite kann direkt am Gerät eingestellt werden. Hier kann von 0,5 Meilen bis zu 10 Meilen Radius gewählt werden, in dem andere Flugzeuge angezeigt werden sollen. Der äußere Ring stellt hier den Radius, in dem eine Warnung angezeigt wird, dar. Befindet sich ein anderer innerhalb des inneren Kreises, gibt es einen Alarmton und es wird eine Ausweichempfehlung angezeigt. Für Drachen- und Gleitschirmpiloten gibt es seit 2010 auch ein FLAM, das sogenannte passive FLAM. Sie können von mit FLAM ausgerüsteten Flugzeugen gesehen werden, bekommen aber selbst keine Nachricht, ob es zu einer Kollision kommen könnte. Das Militär sieht dagegen alle anderen Flugzeuge in der Umgebung. Hierfür gibt es das elektronische System zum Identifizieren von erkannten Objekten namens IFF. IFF steht für Identification Friend Foe. Es wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt, da die Unterscheidung von Freund und Feind schwierig war. IFF wird in militärischen Luftraumüberwachungssystemen eingesetzt und befindet sich nahezu an Bord aller fliegenden Waffensysteme. Es funktioniert ähnlich wie das zivile Sekundärradar. Ein Abfragegerät, auch Interrogator, am Boden oder an Bord eines Flugzeuges schickt dem erkannten Flugobjekt eine Anfrage. Dieser antwortet durch den Transponder mit seiner ID, also dem einprogrammierten Schlüssel. Dieser sollte mit dem Schlüssel im Abfragegerät übereinstimmen. Ist dies der Fall, wird er als Freund identifiziert, ansonsten als Feind. Die Frequenzen liegen im Rahmen der NATO hier bei 1030 und bei 1090 MHz. Dass die Antikollisionssysteme schon viele Leben gerettet haben, zeigt auch das Geschehen 2013 über Schottland. Zwei Boeing 747 flogen fast parallel in Flugfläche 340, also in ca. 10.000 Metern Höhe, und näherten sich langsam an. Der Fluglotse bemerkte das Problem und gab dem linken die Anweisung, nach links abzudrehen und dem rechten, nach rechts auszuweichen.
Die Anweisungen wurden von den insgesamt 4 Piloten aber falsch verstanden oder ignoriert. So reagierten sie auf Anweisungen, die nicht für sie bestimmt waren, und näherten sich so immer mehr an, sodass am Ende sogar Sichtkontakt bestand. Doch glücklicherweise reagierte das TCAS in beiden Airlinern und gab Ausweichanweisungen, die die Piloten befolgten. So konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Welches Antikollisionssystem jetzt aber das beste ist, ist schwer zu sagen und sollte individuell an das Fluggerät angepasst sein. Doch einen Vorteil haben alle. Dank der Antikollisionssysteme ging die Zahl an kritischer Situationen und Unfällen trotz einer steigenden Zahl an Flugzeugen deutlich zurück.